Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Info Eating. Ja, diese Woche dreht sich bei uns alles um andere, etwas alternative Arbeitsformen. Und heute widmen wir uns im Top, respektive im Job-Sharing. Und wenn Ihnen noch nicht genau bekannt ist, was das ist, genau für das zu klären, treffe ich jetzt gerade Nina Prochaska. Sie ist einerseits Job-Sharing-Coach bei Go for Job-Sharing, bei einem Verein. Andererseits ist sie selber lebt sie das Jobsharing jeden Tag, weil sie ist Co-Leiterin Wissensmanagement, Kommunikation und Netzwerk beim Sinfo zu Biel. Sinfo, das ist ein Verband, der einerseits Laufbahnplanungen macht und sie beraten Leute und auch Leute rekrutieren. Bevor ich jetzt gerade Nina Prochaska zum Gespräch treffe, gibt es für sie zuerst Themen vom Tag. Wir sind hier im wunderschönen Garten vom Sinfo zu Biel. Und bei mir ist jetzt Nina Prochaska. Frau Prochaska, in der heutigen Sendung geht es um Job- und Top-Sharing. Sie sind Spezialistin, Sie sind Coach für Job-Sharing. Ganz kurz erklärt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist Job-Sharing und was ist Top-Sharing? Ein Job-Sharing ist eigentlich, dass sich zwei Personen eine Stelle teilen. Also eine Vollzeitstelle wird aufgeteilt auf zwei Personen, manchmal auch auf drei Personen, das gibt es auch. Und ein Top-Sharing ist eigentlich, dass es sich dabei um eine Führungsposition handelt. Dann sagt man Top-Sharing, aber der Hintergrund ist immer Job-Sharing. Teilweise redet man auch von Co-Leitung, das hört man oft, aber es ist dann der interne Begriff. Ich habe es gesagt, wir sind hier im Garten vom Sinfo. Was machen Sie genau im Sinfo? Ich bin zusammen mit Irenka Krone. Wir sind in einem Top-Sharing. Wir teilen diese Stelle. Wir sind im Leitungsteam von Sinfo. Sinfo ist eine Stiftung, die in der internationalen Zusammenarbeit schafft. Und wir leiten das Team im Bereich Netzwerk, Kommunikation und Wissensmanagement zusammen. Sie haben schon angetönt, Sie teilen sich das mit Ihrer Kollegin, mit Irenka Krone, Co-Leitung, Wissensmanagement, Kommunikation, Netzwerk. Wenn Sie jetzt Ihre eigene Erfahrung mit uns teilen, im Top-Sharing, wie erleben Sie das tagtäglich? Wie organisieren Sie sich ganz konkret? Ich glaube, das Wichtigste ist, was der stärkste positive Aspekt für mich ist, man ist nicht allein, man ist zusammen. Und alles, was man macht, weiss man, man hat immer noch eine zweite Person, die mitdenkt, die da ist, die eine Rückmeldung gibt. Und das ist, erlebe ich als die grösste Bereicherung. Ich sage immer, die Renka macht mich zu einer besseren Person, weil sie ist anders als ich. Und ja, man ist selber auch nicht perfekt und man findet eine Balance, die wichtig ist. Wir haben uns aufgeteilt, wir arbeiten beide 60% im Moment. Und haben uns ein bisschen die Themengebiete aufgeteilt, also wer wo im Lead ist. Und haben Arbeitstage, wo wir zusammen im Büro sind oder wo wir beide arbeiten, jetzt auch im Homeoffice. Oder es hat Tage, wo jemand von uns da ist. Das heisst, für Sinfo ist der Vorteil, die Stelle ist voll besetzt. Es ist immer eine Ansprechperson da für das Team, für die Geschäftsleiterin. Wir sind einfach da und decken die Themen ab zusammen. Sie haben aber gesagt, Sie arbeiten beide 60%. Das heisst eigentlich ein 120% Pensum. Ja. Ist das die Norm, dass man, eben, wenn man in einem Sharing-Konzept arbeitet, das Pensum teilt, dass man dann eigentlich über das normale 100% Pensum darüber aus muss? Es ist verschieden. Wir sehen viele Beispiele. Also ich sage jetzt so, von 40 bis fast 200% gibt es alles. Die Regel ist so zwischen 100 und 140 und 150%. Das ist meistens mehr. Man macht auch mehr. Und für eine Institution hat man ja meistens eine Lohnmasse, mit der kann man spielen mit Arbeitsprozent. Und man ist dadurch flexibler. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Weil immer mehr Arbeitnehmende haben ja auch den Wunsch, in so einem Sharing-Konzept zu arbeiten. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr, vielleicht auch in den letzten Jahren? Ganz klar steigend, also ganz stark steigend. Also nur schon, wir die Anfrage von der Presse schauen, also wir haben ja auch Vereine, die Jobsharing begleitet und fördert in der Schweiz. Und wenn man nur schon unsere Anfragen anschaut, die Artikel in der Presse, die kommen im Fernsehen, wie jetzt da, die sind ganz stark steigend. Bei Sinfo machen wir auch Rekrutierungen, dort merken wir auch wenn nicht steht, die Stelleninserate, es gibt immer Bewerbungen von Leuten heute in Duos. Das hat man früher nicht gesehen. Also steigend, ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nina Prochaska hat gesagt, die Nachfrage nach Jobsharing die ist steigend. Und für unsere Reportage haben wir mit der Präsidentin des Gewerbeverbandes Biel geredet, mit Miriam Stäbler. Wir wollten wissen, wie sie denn das wahrnimmt und wie es eben aus Sicht der Arbeitgebenden aussieht. Das jetzt in der Reportage von Helena von Beust. Ich bin Miriam Gretanin-Zesiger.
Als Personalfachfrau in einem Vermittlungsbüro stellt Miriam Stäbler fest, dass auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Jobsharing auf Seite der Stellensuchenden gross ist. Das sei aber auf der Seite der Unternehmer nicht der Fall. Das Problem ist halt einfach, dass die Firmen, die Arbeitgeber, noch nicht offen sind. Das heisst, wir sehen einen grossen Trend bei den Grossfirmen, bei den Konzernen. Dort ist es gang und gäbe. Aber bei den KMU, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen von einem Kleinbetrieb mit 3 Personen, dann wird es sehr schwierig. Es ist ein Thema von der Organisation, es ist ein Thema von den Kosten und es ist ein Thema auch von der Flexibilität und von der Offenheit des Arbeitgebers. Weil 2 Angestellte zu haben für eine Stelle lässt gewisse Kosten lastigen. Der Arbeitgeber zahlt zum Beispiel 2-mal die Sozialversicherungsbeiträge. Andererseits werden die Kompetenzen verdoppelt. Es ist auch so kein Problem mehr, wenn einer der Angestellten krank wird. Laut der Präsidentin der Bieler KMU überwiegen die Vorteile. Sie findet, dass Jobsharing sich in unserer Region unbedingt entwickeln muss. Also es ist sehr wichtig, weil gerade wenn wir in die Zukunft schauen, es ist wichtig, dass ein Arbeitgeber die Attraktivität behält, dass es gut sein Image hat auf dem Arbeitsmarkt. Weil in Zukunft ist es nicht mehr der Bewerber, der sich meldet beim Unternehmen, sondern der Unternehmer muss sich melden beim Kandidat, beim Bewerber auf dem Markt, beim zukünftigen Mitarbeiter. Und das ist von grosser Bedeutung, wenn er attraktiv bleibt, weil wir haben einen riesen Fachkräftemangel und nicht nur mehr Industrie. Wir reden hier von verschiedenen Branchen und darum ist es umso mehr wichtig, dass man dort die Flexibilität zeigt, den Willen und die Motivation dazu zeigt, für das, die Organisation anzupassen, dass ein Jobsharing in der Position Fach- und Führungskraft möglich ist. Für die Miriam Stäbler ist es eine Frage vom Willen, dass die Unternehmen, ob klein oder gross, das neue System einführen. Wir sind zurück mit Nina Prochaska, mit der Co-Leiterin Kommunikationsnetzwerk und Wissensmanagement vom SAFO Biel. Frau Prochaska, wir haben es gehört, nicht in allen Unternehmerinnen, Unternehmen selber, fällt es gleich leicht, das Konzept des Jobsharing anzuwenden. Es sind durchaus noch Unsicherheiten herum. Wie erklären Sie sich die Schere zwischen den Unternehmen? Neues braucht Zeit, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir haben es vorher gesehen, die Arbeitswelt verändert sich enorm, die ganze Welt verändert sich. Und das ist ein Moment, wo es, glaube ich, viele Unsicherheiten gibt. Und der Wandel braucht aber auch Zeit. Und ich glaube, es ist normal, dass Organisationen auf sehr verschiedenen Ebenen stehen. Was man aber sieht, wenn Sie sagen, die Schere ist heute enorm, von wie eine Organisation geführt wird, welche Arbeitsmodelle eine Organisation anbietet. Was wichtig ist, der Trend geht ganz klar in die Richtung mehr Flexibilität, flachere Hierarchien, mehr verschiedene Arbeitsmodelle, unter anderem Job- und Top-Sharing. Also das kann man wenig wegdiskutieren. Bleiben wir doch genau bei diesem Thema. Sie sind unter anderem auch Coach beim Verein Go for Jobsharing. Und wenn wir jetzt auf KMU schauen, was raten Sie jetzt als Coach in Unternehmerinnen, in Unternehmer von einem KMU-Betrieb, wie Sie eben könnten so ein Arbeitskonzept auch implementieren? Ich rate KMU, in die Zukunft zu schauen und sich überlegen, wo, wenn sie hingehen, welche Art von Expertise brauchen sie und welche Art von Leuten brauchen. Wir sind auch dort, sind Stichwörter Flexibilität, neue Kompetenzen und Diversität. Und sich überlegen, mit welchem Modell können sie Leute anlocken, die bei ihnen arbeiten, die gerne arbeiten und die ihnen auch treu bleiben. Und in diesen Instrumenten, die man zur Verfügung hat, ist Jobsharing ein ganz wichtiges Instrument, gerade für KMU, um Stellen zu besetzen und um Stellen auch divers zu besetzen. Wir sind ehrlich, gerade bei KMUs ist zum Beispiel Diversität und der Frauenanteil eine riesengroße Herausforderung in der Geschäftsleitung. Und dort das ist ein Instrument wie Jobsharing eine ganz tolle Möglichkeit, dort weiterzukommen. Wo stehen wir in der Schweiz, auch im internationalen Vergleich? Wir stehen gut da. Man muss aber auch sagen, dass keine Schweiz in Europa fast so eine hohe Anzahl von Teilzeitstellen hat. Und gerade bei den Frauen wie die Schweiz. Das heisst, wir stehen gut da, aber mit einem grossen Aber. Gleichzeitig ist es halt ein Instrument, das uns auch erlaubt, als Gesellschaft dort weiterzukommen, auch in der ganzen Gleichstellungsdebatte. Danke vielmals für das Gespräch, Nina Prochaska. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist
die letzte Sendung dieser Woche gesehen, wo sich alles um andere alternative Arbeitsmodelle gedreht hat. Nächste Woche thematisieren wir die Entwicklung der Städte und Gemeinden bei uns hier in der Region. Unter anderem auch, wie wir trotz Modernisierung eben auch die Geschichte und die Historie von diesen tollen Orten bewahren können. Schaltet Sie dann wieder ein, wir freuen uns auf Sie oder mit uns.